Hübschen, willkommen zu Annies Back- und Kochecke. Heute machen wir ein Wünsch-dir-was-Rezept, nämlich eine ganz einfache Biskuitrolle. Gehen wir gleich zum Rezept über. Wir brauchen für unsere Biskuitrolle einmal Eier, die ich mir schon getrennt habe, Zucker, Mehl, Backpulver, Vanilleextrakt. Wer keinen Extrakt hat, kann entweder eine Paste nehmen oder Vanillezucker. Kann man nehmen. Und Marmelade nach Wahl. Ich habe jetzt diese Bovidel Marmelade auch genannt. Zwetschge. Oder Pflaume. Jo, das war's. Fangen wir an. Als erstes, ganz wichtig, very important, heizen wir uns mal den Ofen vor auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Dann rühren wir uns mal das Eigelb mit dem Zucker schön weißcremig und Vanilleextrakt. Hätte ich fast vergessen. Es ist weißcremig gerührt. Jetzt hauen wir uns das Mehl und das Backpulver mit rein und dann schlagen wir uns auch gleich parallel die Eiweiß, das Eiweiß steif. So, jetzt nehmen wir uns einen Spachtel und tun das Eiweiß zu dem Eigelbgemisch vorsichtig unterheben, weil wir wollen ja, dass unser Biskuitteig schön luftig ist. Nicht wundern, warum meine Augen so gläserig sind. Ich habe nicht geheult, nein. Ich habe einen neuen Kajalstift ausprobiert. Weißt, da willst du dich einmal hübsch machen, willst einmal ladylike sein und dann verträgst du den Schmarrn nicht. Scheiße gelaufen, wa? So, meine Chicas, jetzt... Chicas. Ich habe mir jetzt ein Backblech mit Backpapier vorbereitet. Genau, die ganzen Rezeptangaben, ich meine die Mengenangabe natürlich, und die Größe vom Blech findet ihr unten in der Infobox und auf meinem Blog. Und jetzt tun wir uns unser Gemisch auf unser Backblech und das alles bitte schön verstreichen. Der kommt jetzt in den Ofen auf 180 Grad für circa 12 bis 15 Minuten, hängt jetzt ab, wie gut euer Ofen ist, ne? Aber macht den Zahnstochertest. Und dann machen wir weiter. So, meine Hübschen, jetzt nehmen wir uns ein Baumwolltuch. Ja, Geschirrtuch halt. Und schaut bitte, ich kann das gar nicht so oft erwähnen, dass er geruchsneutral ist. Also, dass er nicht mit Weichspüler gewaschen ist. Sonst nimmt euch der Kuchen diesen Geruch an und dann schmeckt es halt nach Weichspüler. Das wollen wir natürlich nicht. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen Kristallzucker und streuen uns das aufs Geschirrhangerl. Das Küchentuch bestreuen, bitte. Und dann nehmen wir uns den Biskuit und stürzen es auf das Geschirrtuch. Vorsichtig das Papier abziehen. Tada. Und jetzt können wir uns das gleich mit der Marmelade bestreichen. So,
So, und jetzt nehmt ihr das Tuch und rollt das vorsichtig ein. Und dann so zusammengerollt abkühlen lassen. Also ja, 20 Minuten ist der fertig. Einfach mit ein bisschen Puderzucker drüber oder Schokoglasur könnt ihr auch nehmen. Anschneiden, genießen, yummy. Übrigens, der ist auch Diabetiker geeignet, für Diabetiker. Ersetzt einfach den Zucker mit Stevia oder mit Diabetikersüße und halbiert das Backpulver. Aber ich schreibe euch das alles unten in die Infobox. Und tada, das war's wieder für heute. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Ich wünsche euch eine wunderschöne, stressfreie Woche. Nichts verpassen, Abo da lassen und einen ganz fetten Anykuss an euch. Und tschüss.